Hallo. An einem Park gegenüber vom Gymnasium Engelsdorf. Also Arthur-Winkler-Straße 6 könnte das sein, aber nicht genau dort, sondern gegenüber. Was genau ist passiert? Ich weiß es nicht. Es handelt sich also nur um einen Patienten. Ja, liegt nur einer. Ihr habt bereits Hilfe geschickt. Legen Sie nicht auf. Ich werde Ihnen bei den weiteren Schritten helfen. Ja. Sprechen Sie die Person laut an und rütteln Sie an die Schultern. Hallo, hörst du mich? Kommt nichts. Ganz ruhig. Entfernen bitte die Oberkörperbekleidung. Jetzt müssen wir die Atmung überprüfen. Dafür musst du den Kopf überstrecken. Leg einfach eine Hand auf die Stirn und die andere unter das Kinn. Jetzt schaust du Richtung Brustkorb und hältst deinen Kopf seitlich über Mund und Nase. Hörst du Atemgeräusche oder siehst du, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt? Nee, kommt nichts. Du musst mit der Herz- und Wiederbelebung beginnen. Gott, ich hab das noch nie gemacht. Ich helfe dir, du schaffst das. Zuerst müssen wir den Druckpunkt finden. Der liegt zwei Finger über dem Brustkorb. Okay, hab ich. Okay, jetzt legst du einfach beide Hände auf den Druckpunkt und drückst fest aus dem Oberkörper zu, mit durchgestreckten Armen. Ich fang an. Nach 30 Wiederholungen machst du zweimal Mund-zu-Mund-Beatmung. Dafür steckst du wieder den Kopf durch und hältst die Nase zu. Okay? Ich zähle mit. 1, 2, 3, 4. Halt durch, ich hab den Krankenwagen schon gesehen. Na, zum Glück, endlich Ablösung.